Olivenöl in Spraydosen. Wie kommt man auf so eine Idee? Das ist keine Spraydose, sondern Olivenöl modern und vor allem auch gut verpackt. Es ist ganz wichtig, dass Olivenöl lichtgeschützt verpackt ist und diese Weißblechdosen sind eben lichtundurchlässig. Durch die Lichteinstrahlung wird der Oxidationsprozess bei Olivenöl angeschubst und dadurch verliert es relativ schnell an Frische. Und unsere Öle sind sehr, sehr hochwertig. Es sind sortenreine Jahrgangsöle, die aufgrund der Sortenreinheit sehr intensiv schmecken und sehr unterschiedlich. Wir bieten drei unterschiedliche Sorten an, die sich sehr, sehr stark voneinander unterscheiden. Und das Schöne bei uns ist eben, dass diese Geschmacksunterschiede ganz natürlich zustande kommen, aufgrund der unterschiedlichen Sorte, die wir verwendet haben. Sortenreinheit heißt, dass wirklich nur eine Sorte in den Pressungsprozess kommt. Genau richtig. Genau richtig. Es ist immer nur eine einzige Sorte. Also hier in dem Öl zum Beispiel ist zu 100% nur die Koronelki-Olive verarbeitet worden, aus einem ganz bestimmten Anbaugebiet. Unsere Öle kommen aus Griechenland, vom Peloponnes. Zwei unserer drei Sorten wachsen auch nur dort, die gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Koronelki, das Öl, was ich dir gerade gezeigt habe, ist sehr weit verbreitet, kommt aber ursprünglich auch vom Peloponnes, da wo wir es auch herbekommen. Okay. Genau. Was macht die Öle aus von da? Die Öle vom Peloponnes sind von wunderschönen Hainen. Also wir haben teilweise wirklich das Öl hier zum Beispiel, das Athenolia-Öl, haben wir nur deshalb gefunden, weil wir den Hain gesehen haben. Es war ein wunderschöner Hain am Hang. Von egal, wo man auf dem Hain steht, man hat immer Blick aufs Meer. Der Hain hat den ganzen Tag über Sonne. Ganz alter Baumbestand, die Bäume haben Platz zu atmen, der Hain wunderschön aufgeräumt. Und da haben wir einfach gesagt, ohne zu wissen, was für eine Sorte das ist, das Öl, was von hier kommt, muss hervorragend sein. Und dann haben wir uns bis zum Bauern durchgefragt und letzten Endes sind wir dann bei diesem Athenolia-Öl rausgekommen. Und schöne Geschichte, der Bauer hatte Tränen in den Augen, als wir dem gesagt haben, wir wollen das Öl unter dem Namen in Deutschland verkaufen. Du machst sehr Werbung für deine Öle, jetzt will ich mal eins probieren. Du kannst entweder mit Brot einfach reindippen oder pur probieren, das ist eine etwas intensivere Erfahrung. Mal mit Brot. Genau, und du fängst genau richtig an mit dem Manaki-Öl, das ist nämlich das mildeste Öl. Sehr schön mild, extrem fruchtig und dabei hat es ein bisschen grasige, fast ein bisschen unreife Aromen. Sehr schön für die kalte Küche oder als Salatöl geeignet. Oder für Fischgerichte auch. Also das Milde ist Wahnsinn. Ja. Geht's weiter? Eins, darf ich noch? Ja, selbstverständlich. Was haben wir da? Das Öl der Athenolia-Olive, das ist schon ein bisschen kräftiger und entfaltet relativ spät im Abgang eine Schärfe und auch eine Bitternote. Scharf und bitter gehören genauso wie fruchtig zu den drei positiven Geschmacksattributen bei Olivenöl. Allerdings ist diese Bitternote nicht jedermanns Sache. Genau. Entfaltet sich relativ spät. Ist aber ein sehr, sehr spannendes Öl, auch eine sehr seltene Geschichte. Dadurch, dass es schon ein bisschen kräftiger ist, ist es in der Küche ein bisschen vielseitiger anwendbar. Also durchaus für die warme Küche, Pastasoßen, mediterranes Gemüse aus dem Ofen. Okay. Oder wenn man beim Salat bleibt, kann in dem Salat auch ruhig schon ein bisschen was drin sein. Zwiebeln, Chicorée, Rucola, da passt es hervorragend dazu. Last but not least. Genau, kommen wir zum Koronelki. Koronelki ist der Klassiker unter den griechischen Olivensorten. Das ist lecker. Ist intensiv fruchtig, ne, extreme Fruchtigkeit, hat eine leichte Schärfe, eine leichte Bitternote. Jetzt kommt die ja. Und genau, und ist sehr schön abgerundet. Das hat keinen langen Nachgeschmack. Persönlich empfehle ich das Öl eigentlich immer nur dann zu benutzen, wenn man das Öl auch richtig durchschmecken soll. Also jetzt so zum Dippen mit einem schönen Meersalz dazu und als Vorspeise. Oder bei einem sehr kräftigen Bauernsalat oder generell zu sehr kräftigen Speisen. Wie kommt denn euer Design, das ist ja schon extravagant, wie kommt das an beim Kunden? Eher bei älteren Leuten, eher bei jungen Leuten? Ich denke mir eher vielleicht bei jungen. Ja, genau. Also welche Zielgruppe habt ihr denn da? Wir haben tatsächlich von Anfang an versucht, eine junge Ziel, also die berühmten Foodies, die wollten wir ansprechen. Tatsächlich, uns gibt es jetzt seit fast 3 Jahren, ist unsere Kundengruppe älter, als wir gedacht haben. Weil, glaube ich, auch so der Gedanke hinter der Verpackung auch einfach ankommt. Ne? Lichtschutz, es ist Weißblech, es ist zu 100% recycelbar. Und es sieht auch einfach nett aus. Die Kunden können die Öle so, wie sie sind, auf den Tisch stellen, wenn sie Gäste haben. Ich wünsche euch, dass ihr es vom Startup zum Marktteilnehmer schafft. Dankeschön. Und alles Gute für den nächsten Jahr. Vielen Dank. Danke. Tschüss.